Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. Ja, wir wollten uns ja jetzt heute mal um das Terrarium kümmern. Da gibt es ja ein neues Tierchen und ich wollte das Video eigentlich auch pünktlich genug aufnehmen. Aber nein, es ist jetzt Sonntagvormittag, aber ich kann euch berichten. Warum? Denn ich habe mich heute final mit dem Online-Shop beschäftigt und ich habe ihn eröffnet. Da gibt es dann nachher nochmal ein ganz kurzes kleines Infovideo zu. Und ja, ich blende euch aber die Homepage-Adresse, die Internetseite schon mal ein. Wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, könnt ihr gerne machen. Ja, würde mich sehr freuen. Ja, war sehr viel Arbeit, sehr viel neues Gebiet. Naja, ich habe halt noch nie so richtig eine Homepage gebastelt. Und ja, da gehört doch einiges dazu, ne? Naja, okay. So, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung. Um hier so ein bisschen, naja, Taler noch mitzunehmen, denn... Ja, in den letzten Tagen, ja, hat sich eigentlich alles um diese Homepage und alles andere gedreht. Und naja, wie das halt so ist, ne? Manchmal hat man halt eben nicht so viel Zeit. Da bleibt auch mal so ein Spiel etwas auf der Strecke, ne? Da waren andere Sachen jetzt wichtiger. Gut. Na, jetzt einmal spielen noch und dann sind wir durch, ne? So viel ist es ja hier immer noch nicht. Ja, meine Nachbarn habe ich auch noch nicht besucht, aber immerhin habe ich es geschafft, das Gehege vorzubereiten. Denn es gibt ja das neue Tierchen, ne? Wo haben wir es? Den was eigentlicher Streifen-Tenrik, ne? Für 150.000, das ist schon mal ganz schön sportlich und das so kurz vorm Valentinstag. Aber egal, ich will jetzt auch mal Sachen erledigen hier, ich schleppe das hier ewig und drei Tage mit mir rum. Gut, da gibt es wieder ein paar Talerchen wieder, Erfahrungspunkte kann man immer gebrauchen und da geht's weiter. Ich muss dir recht geben, das Tierchen gibt etwas her. Ja, weißt du, was noch cooler als ein Streifen-Tenrik ist? Nanu, was denn? Zwei Streifen-Tenrix. Ich finde, das ist schwierig auszusprechen. Ja, das hätte ich ahnen müssen. Okay, wird gemacht. Okay, müssen wir wohl noch einen zweiten kaufen, wa? Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt hier mal. Der ist ja mini, ist das süß. Och Gottchen, so ein Knuffi. So, wie viel kriegen wir rein? 1 von 3. Da brauche ich das Gehege noch nicht mal ausbauen. Na, das ist doch cool. Ja, ich würde sagen, machen wir doch glatt mal. Na, holen wir uns mal den zweiten gleich mit an den Start, denn ist die Aufgabe nämlich erledigt. Und dann kriegen wir wenigstens den Trog, die Wasserstelle und das Spielgebüsch dazu und nochmal Erfahrungspunkte und Münzen. Na, feini. Wieso zucken alle hier so komisch zusammen, wenn sie mich sehen? Habt ihr schon wieder Angst, dass ich euch irgendeine Zucht aufzwinge? Ja, schon. Aber nicht doch. Natürlich nicht doch. Aber ein neues Tier habt ihr schon. Ja. Wir waren aber schon selber dabei, eine Zucht zu planen, nicht wahr, Willi? Ganz genau. Wir hatten eben erst darüber geredet. Guck, der Stall ist schon bestellt. Und ich hatte gerade soeben Averia Bescheid gegeben. Stimmt's? Na dann. Es freut mich, dass ich mich selber gar nicht mehr einmischen muss. Naja. Ja. Okay. Lass mal gucken, wie war das hier. Ob wir überhaupt Platz haben und so. So, ich würde sagen, die beiden kriegen jetzt hier erstmal einen Futtertrog. Ja, guck mal, ich mal was zu futtern rein. Ja, wackelt mal los. Sind die nicht putzig? Aber mal ehrlich, ich finde die richtig niedlich. So, da kommt ein Wasser hin. Und ein Spielgerät wollt ihr auch haben. Und ein Stall soll hier auch noch rein. Na ja. Ich glaube, nö. Okay, wo haben wir denn hier einen Stall? Wo, wie sieht denn, oh Gott, das ist schon so lange her, dass ich hier mal was gezüchtet habe. Was ist denn hier der Stall? Das da? Nee, das Spielgebüsch.
Das ist Wasser. Hier ist doch gar nichts weiter drin. Wo habe ich denn? Hier ist Futter, Wasser. Hallo? Bin ich jetzt blind oder was? Oder habe ich den... Ach, hier vorne, wollte gerade sagen. Irgendwie habe ich irgendein Tierchen noch nicht abgesucht. Ach du, guck mal, dafür müssen wir... Oh, nee, müssen wir nicht. Das ist gut. Aha, und dann gucken wir doch glatt mal. Können wir züchten? Nein, auf 3. Halleluja, Heiligsblechle. 2 von 3 habe ich schon. Oh ja, für... Ja, oh Gott, nein. Für Münzen können wir das natürlich gern machen. So, dann sind wir ja schon balle durch hier. Dann können wir die züchten. Siehst du mal, kann ich meine Aufgabe erledigen. Das ist doch mal nett. Okay, oh, jetzt ist dieses Gehege aber so voll. Na, Halleluja. Okay, naja, gut, den Stall nehme ich ja dann irgendwann raus. Was ich aber etwas befremdlich finde... Können wir hier mal gucken? Ach nee, da ist ja wieder alles drin. Wenn ich so einen Weg hier hinpacke, passt natürlich nicht hin, ne? Also können wir das nicht nach hinten erweitern. Dann ist dieses Gehege wieder so sehr komisch, ne? Also vom Stand her. Oh Gott! Wollen wir das einfach nach hinten verlängern, dass das da hinten nicht so, also dass es hier nicht so leer aussieht, ne? Guck mal, dann können wir den Stall nämlich hier hinten hinpacken, dann ist das nicht ganz so gequetscht, oder? Ja, ich finde, das ist okay. Dann können wir ja vielleicht das Spielgerät mal so ein bisschen hier hinpacken. Ist es denn richtig rum? Können die damit spielen? Ich weiß es wieder nicht. Naja, gut, also das Gehege ist durch. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal bei den Puzzleteilen, denn das ein oder andere gibt es ja mittlerweile, ne? Hier gäbe es ja, zum Beispiel fürs Aquarium noch so einen Oxidator und so weiter und so fort. Finde ich doch eine ganz nette Geschichte. Haben wir irgendwas, wo die Teile fast voll sind? Nee, natürlich nicht. Na, okay. Dann würde ich mal gucken, dass wir hier vielleicht in, oh ja, ist gerade im Angebot, in den Dekorationen vielleicht nochmal so ein bisschen was finden, was wir hier dazwischen setzen. So eine Bäume, mal wie hoch bist du? Ja, ich finde, das könnte man machen. Ja. Was können wir denn noch machen? Hier, das passt sogar hin, das ist cool. Ja. Und was haben wir noch am Start? Das war's schon. Besondere. Gucken wir doch mal bei Besondere rein. Ich finde hier das gar nicht so schlecht. Aber ich hätte es gerne ein bisschen blumiger. Was bist du denn? Eine Bambuslampe? Nee, ich glaube nicht. Ach, ja. Ach, in Dekoration könntest du dich ja auch immer dumm und duselig kaufen, ne? Also, Mann. Nee, das ist mir alles zu groß. Was machen wir denn? Wollen wir denn hier so ein Raumteiler dazwischen setzen? Dass die beide so ein bisschen voneinander getrennt sind? Man weiß ja nicht, ob sich die Arten so vertragen, wenn die sich sehen, ne? Das ist ja doch bei manchen Arten etwas... Nun ja, ne? Warte mal, können wir hier... Nee, warte, ich glaube, das ist hier drin, oder? Wiege, Feature, Toiletten könnten wir noch setzen. Mülleimer. Nehmen wir den oder nehmen wir den 10? Was war hier? 20, ne? Und dann haben wir... Oh nee, der passt hier irgendwie nicht so rein. Zumindest nicht bei mir. Wollen wir hier mal so ein... Ich würde sagen, hier hin. Dann können wir nämlich mit dem Weg hier hinten weitergehen. Ne, dann kann hier noch ein Gehege hin und da kann noch ein Gehege hin. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ich würde aber hier tatsächlich einfach mal vorübergehend noch ein Örtchen integrieren. Kann man ja nie genug haben. Ne? Wege, Feature haben wir alles. Hier gibt es ja nicht so viel. Ne? Verkaufsstände habe ich, glaube ich, auch alles schon. Zumindest die für Münzen. Ne? Kann man nichts mehr machen? Nee. Was machen wir denn?
Besondere. Komm, wir gucken mal, dass wir hier vielleicht. Wir können es ja mal vorübergehend machen und wenn wir denn umbauen, also hier weitere Gehege dann irgendwann mal integrieren, dann können wir das ja nochmal ändern. Guck mal, da freut er sich über eine Bank. Oder warte mal. Nee, Moment. Hier. Psst. Zack. Kriegst du hier eine Bank. So, und dann könnte man ja eigentlich auch hier den Mülleimer integrieren, oder? Oder wollen wir hier noch was Blumiges hinstellen? Entschuldigung. Hallo. Bäume. Wenn man hier vielleicht noch mal so eins hinstellt. Das hat ja nur so einen kleinen Platz, ne? Also da könnte man noch mehr machen. Vielleicht bei den Blumen noch mal gucken. Ach, das ist alles. Naja, könnte man natürlich auch machen. Warte mal. Machen wir so. Dann nehmen wir das Gerät mal, ups, vielleicht mal kurz dahin. Und dann verschieben wir das Teil hier hin. Und drehen das aber so ein bisschen, ne? Ja, ich denke, das ist okay. Können wir machen. So, dann haben wir da noch eine Blume mehr. Die könnten wir eventuell noch woanders dazwischen schubsen. Warte mal. Ihr wart gerade im Weg, ihr lieben Besucher. Können wir die hier noch mit hinpacken? So, guck mal. Dann haben wir doch hier schon langsam aber sicher ein halbes Dschungellabyrinth. Hier könnten wir auch noch was dazwischen packen. Aber ich glaube, jetzt reicht das mal mit Geld ausgeben für heute. Ich finde die beiden ja mal mega knuffig, oder? Richtig cool. Gefällt mir. Ja, sehr schön. Ihr Lieben, damit haben wir mal wieder ein paar Themen abgearbeitet hier oder mal zwei Aufgaben schon erledigt. Wenn das hier fertig ist mit dem Ausbau, dann werde ich gucken, dass ich da mal ein bisschen vor mich hinzüchte. Na, ich glaube, hier war hier nicht noch irgendwo eine Zuchtaufgabe. Nö. Nun ja, ich glaube erstmal nicht, ne? Aber reicht ja auch. Gut, dann würde ich sagen, komme ich zum Ende. Wie gesagt, nachher kommt nochmal ein kurzes, kleines Infovideo in Sachen Homepage und Online-Shop. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.